This is blasphemy. This is madness. Madness. This is Sparta! Dr. Rabe, herzlich willkommen bei Pro Deutschland. Ihr Thema heute Abend ist der Asylmissbrauch. Das ist für uns ein sehr wichtiges Thema. Nun sind Sie ein Alt-68er, Sie waren Weggefährte von Rudi Dutschke. Was sagen Ihre alten Genossen dazu, dass Sie sich heute in der Art und Weise politisch äußern und engagieren, in der Sie das tun? Die sind entsetzt. Die finden sich nicht mehr zurecht. Die sagen, was ist denn mit dem los? Der ist doch wahnsinnig geworden oder vielleicht verrückt. Verrückt bin ich tatsächlich. Aha, ja. Und was entgegnen Sie diesen Geistern? Was ist die Motivationsgrundlage? Das Problem der 68er ist, dass sie konservativ sind und hängen an Werten, die heute nichts mehr gelten. Also sie denken nicht weiter. Sie denken an Vietnam, sie denken an die USA, aber sie denken nicht daran, was in der Zwischenzeit passiert ist. Also sie haben ein altes Weltbild, das immer noch für sie besteht, daran hängen sie. Die sind halt wirklich konservativ. So wie die Preußen an Preußen gehangen haben, hängen sie an 68. Und ich gehöre zu denen, die immer weiter versuchten, weiterzudenken. Vielleicht irre ich mich, ich will die gar nicht schelten weiter. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich will wissen, wo ich lebe und wer ich bin. Sie sind also quasi der progressive Part. Hoffe ich. Die würden sagen, du bist der Reaktionär. Ich sage, ich bin der Progressive. Ne? Herr Dr. Rabe, da sind Sie bei uns genau in der richtigen Runde. Herzlich willkommen und das Wort gehört Ihnen. Dann, wenn ich anfangen darf, ich habe mein Referat sogar vorgeschrieben. Ich lese aber nicht ab, weil es gibt nichts Langweiliges, als wenn jemand abliest. Ich muss die Gesichter sehen, ich muss die Augen sehen, ich muss wissen, ob jemand zuhört oder nicht. Ich muss mich noch weiter vorstellen. 68 heißt ja eigentlich gar nichts. Das heißt nicht viel. Ich gehöre zur Generation der Abhauer. Ich bin 1960 aus der DDR abgehauen. Bin Jahrgang 1938, bin heute 77 Jahre alt und habe sozusagen den Krieg erlebt als Kind, die DDR erlebt, war in der FDJ, war begeistert von der DDR, habe sogar an der Humboldt-Universität Landwirtschaft studiert und dann kamen mir Bedenken. Nun muss ich sagen, ich hatte eine Begebenheit, in der 12. Klasse konnten wir einen Aufsatz schreiben, wie wir wollten, und ich schrieb über den Tod. So ist man, wenn man 18 ist, ist man romantisch und man denkt nach über den Tod, obwohl der noch weit weg ist, denkt man darüber nach, und ich ließ den Tod sechseln. Und meine Deutschlehrerin, eine feine Frau, sagte, hör mal, schreib das alles nochmal und hör das auf mit dem Sechseln. Und stur, wie man als Jugendlicher ist, habe ich den gleichen Aufsatz wieder so abgegeben. Dann musste sie den Aufsatz meinem Rektor geben und der, damals waren Jugendforen wichtig, und der lud die 11. und 12. Klassen ein und sagte, lest den Aufsatz mal vor. Ich las den vor, alle meine Mitschüler guckten mich an und sagten, der spinnt doch. Was hat der? Der redet vom Herbst und vom Tod und vom Regen und wie man auf den Frühling wartet, also rein romantisches Zeug. Und der Rektor fragte mich dann, aber Rabe, warum sechselt bei dir der Tod? Warum sechselt der? Der kann doch auch brandenburgisch, berlinerisch sprechen. Und ich sagte, ich meinte Walter Ulbricht. Daraufhin ein Schrei, ein stummer Schrei, alle Schüler, es ging um Studien, es ging darum weiterzukommen. Und alle schrien auf, sagten nichts und guckten mich verzweifelt an und sagten, der ist doch wahnsinnig geworden. Und dann fragte er, wieso Walter Ulbricht? Und dann sagte ich, kühn wie ich war, die DDR hat keine Zukunft. Walter Ulbricht repräsentiert den Niedergang der DDR, er ist der Tod. Ein Schweigen. Und ich muss ja meinen Lehrern zugutehalten, sie haben mich nicht beim MFS angezeigt, sondern sie haben mir das Abitur nicht gegeben, haben gesagt, der ist noch nicht reif. Und ich musste mich in der Produktion bewähren, bei Ofen und Herdbau, in Rathenow, VEB Ofen und Herdbau. Wenn Sie einen alten Ofen haben, der kommt sicherlich daher. Und in diesem Betrieb arbeiteten all die Verlierer der DDR. Alle Verlierer. Also
kasernierte Volkspolizei, Fremdenlegion, Diebe, Räuber, alle, die sich irgendwo bewähren mussten, lebten dort oder arbeiteten dort, und die alten Nazis und die alten KPDler. Ich hatte ein Vorbild, Willi hieß der, der stand am Lastenfahrstuhl, der war KAPD, ich wusste gar nicht, was das ist, Kommunistische Arbeiterpartei Deutschland, das waren die Anarchisten, das waren die Liebknecht- und Luxemburg-Leute, die nicht in die KPD gegangen waren. Und er war KAPD. Und dann kam immer einer vorbei, der hatte die Schamottsteine, und der war Tambourmajor der SA. Und Willi sagte mal zu ihm, du altes Nazischwein. Und der bellte zurück und sagte, du Kommunistensau. Und ich fragte, was ist denn bei euch los? Er sagt, das ist der Tambourmajor der SA, wir waren immer Gegner. Ja, und warum beschimpft er euch? Alle hatten in der DDR nach 45 gesessen. Also Willi war eingefahren in Hohenschönhausen, der SA-Mann war eingefahren. Und dann hatte ich ein Vorbild, einen Rumänen, der hieß Spassow, der kam aus der Fremdenlegion. Und der hatte die Schlacht in Dien Bien Phu erlebt und der erklärte mir Vietnam. Und der wurde sozusagen als Überläufer an die DDR ausgeliefert und er fand die DDR furchtbar. Aber er konnte nicht in den Westen, weil er wäre sofort ausgeliefert worden. Also blieb er in der DDR und lobte den Westen und sagte, und lobte den Vietcong oder den Viet Minh, wie er hieß. Die hatten Dien Bien Phu klein gemacht, weil sie die Kanonen auseinandergelegt hatten, auf die Berge gebracht hatten und dann die Festung beschossen hatten. Und es waren alles deutsche Fremdenlegionäre, die sind übergelaufen. Mit Recht, vollkommen richtig. Und nun saßen sie in der DDR und so bekam ich meine Lektion und plötzlich kam der Parteisekretär und sagte zu mir, Rabeel, der Betrieb hat Sie ausgewählt, an der Humboldt-Universität zu studieren. Daraufhin sagte die Betriebsversammlung, wieso Humboldt-Universität? Der gehört an die Freie Universität. Deshalb habe ich später immer gesagt, mein Betrieb hat mich delegiert an die Freie Universität. Gut, ich bin zur Humboldt-Universität gegangen. Wir mussten sofort ein Praktikum machen in Schönfeld bei Werneuchen. Dort waren die Bauern alle abgehauen. Wir mussten die Kühe versorgen. Die Kühe schrien. Und ich dachte, nein, hier bist du vollkommen falsch. Du kannst keinen Bauern vertreten. Du willst hier nicht sein. Und bin dann in den Westen gegangen, also wie gesagt, vor der Mauer, das war überhaupt kein Problem, habe ein großes Stipendium gekriegt, das waren damals 240 D-Mark, das ist so viel wert wie heute nach 2400 Euro nicht, aber ich habe da gut gelebt und habe dann an der FU studiert. Und die FU war ein Treffpunkt der Deserteure oder der Wehrdienstverweigerer aus dem Westen und der Abhauer aus dem Osten. Und das war schon interessant. Also West-Berlin war eine besondere Zone. Wir trafen uns an der FU. Die einen wollten nicht zur Bundeswehr, die anderen nicht in die Nationale Volksarmee. Und so lernte ich auch Dutschke kennen, der wegen seiner christlichen Auffassung nicht studieren durfte in der DDR. Er wollte Journalist werden. Und Journalist war der höchste politische Beruf. Man konnte nur Journalist werden, wenn man in einer Partei war und wenn man auf Linie war, da konnte kein Christ das werden. Er hatte das aber nicht verstanden und ist dann in den Westen abgehauen. Gut, ich verkürze, ich will nicht die ganze Geschichte von 68 erzählen, weil ich will ja ein ganz anderes Thema erwähnen. Und so landeten wir im SDS und der SDS war im West-Berlin DDR. Also Horst Mahler kommt aus Magdeburg, Jan Karl Raspe kommt aus Ost-Berlin. Jetzt habe ich die Frauennamen vergessen, die kamen aus Kotzen und kamen aus den Dörfern. Das heißt, die RAF war eine Organisation, nicht nur Enslin und Bader kamen natürlich aus dem Westen, aber viele Ostler waren dabei und uns vereinte der Hass gegen die Amerikaner. Warum? War das Ostpropaganda? Nein, das war wieder der Krieg. Ich hatte die Bombennächte erlebt. Rathenow wurde 43, 44 stark bombardiert, hatte das erlebt und plötzlich erfuhren wir über die Flächenbombardements in Vietnam. Und da war uns klar, die Amerikaner führen den gleichen Vernichtungskrieg wie in Deutschland.
Und deshalb kam unser Anti-Amerikanismus zustande, obwohl wir den amerikanischen Lebensstil liebten oder mochten. Also Boogie-Woogie, Rock'n'Roll, Niethosen, Nicky-Hemden, Ringelsocken, was alles in der DDR verpönt war, das mochten wir. Also wir mochten die Amerikaner und die Amerikaner kamen auch zu uns, aber in Gestalt von schwarzen Soldaten. Und die Schwarzen sagten, wir werden in Vietnam verheizt. Euer Protest ist vollkommen richtig. Vorne an der Front sind immer wir. Hinten sind die Weißen und die weißen Offiziere. Der Vietnamkrieg war ein rassistischer Krieg. Und sie wollten den Vietcong vernichten. Gut. Dutschke hatte organisiert den Vietnamkongress 68. Der wurde komischerweise finanziert von der FDJ hier aus Ost-Berlin, vom KGB, in Gestalt von Feltrinelli. Das war uns aber egal, weil die schwarzen Soldaten dabei waren. Und sie sagten, kommt zu uns in die Kasernen nach Lichterfelde. Wir machen einen Aufstand gegen die Weißen. Das bekamen natürlich die deutschen Behörden, der BND, sofort mit. Und sie warnten uns und sagten, wenn ihr das macht, wird geschossen. Die Amerikaner lassen sich keinen Aufstand in West-Berlin gefallen. Und dann kamen die netten Pfarrer und Bischöfe und luden uns ein, doch einen Karnevalsumzug, den gibt es ja immer noch, über den Kurfürstendamm zu machen, untergehakt und Ho Chi Minh, weißt du, dass ich der Frühling bin, so haben wir gerufen, weil wir all die Parolen nicht ernst meinten. Also wir waren ja lustige Gestalten und das war sozusagen das Erlebnis, aber damit habe ich sozusagen eine Perspektive, was heißt ausländisch, inländisch. Im SDS waren viele Ausländer, die die Revolution vorbereiteten in Lateinamerika oder in Afrika. Und deshalb habe ich ein Gespür dafür, dass sozusagen für sie Deutschland nur der Resonanzboden war. Sie sind alle zurückgekehrt. Sie sind auch alle gescheitert. Ich bin später nach Haiti gefahren, um die Gräber meiner haitischen Freunde zu besuchen. Aber Deutschland war für sie ein Feld, sozusagen sich vorzubereiten für ihre Revolution. Heute ist das umgekehrt. Heute machen sie ihre Revolution hier, weil sie haben eine andere Perspektive. Und damit bin ich beim Thema. Also ich wollte nur sagen, was verknüpft 68 damit? Was bedeutet die RAF? Mir ging es gut. Das muss ich noch erwähnen. Warum, wieso bist du eigentlich Professor geworden? Ich war mit Jan-Karl Raspe zusammen und der lud mich ein, in die RAF einzutreten. Und da habe ich nur 2 Minuten überlegt, als DDRler, er kam zwar auch aus der DDR, aber ich kannte die Gewalt des Polizeiapparates und sagte zu ihm, weißt du, wenn du in die RAF gehst, dann bist du in 5 Jahren tot. Ich komme zu deiner Beerdigung, aber einen Krieg, einen revolutionären Krieg in Deutschland zu beginnen, das geht nicht. Da sind die Dienste viel zu mächtig. Und er sagte zu mir, weißt du, was aus deinem Leben wird? Du lebst in einer Kreuzberger Wohnung, bist 5-mal geschieden, langweilst dich zu Tode und weißt nicht, was du machen sollst. Er hat auch recht behalten. Aber ich lebe. Und so bin ich von der Idee der RAF, und wir hatten dort an der Universität ehemalige Militärs der Wehrmacht, die Professoren waren. Also mein Professor war Professor Klaasens, ein Generalstabsoffizier. Und der sagte zu uns, den Krieg, den wir verloren haben, den gewinnt ihr auch nicht. Und ich habe das sofort eingesehen. Und er sagte zu mir, komm, schreib deine Diplomarbeit, wir machen was aus dir. Weil er hatte die Signale von der SPD, integriert die Burschen, integriert sie, macht sie, bringt sie rein in den Apparat. Und das habe ich gemacht. Habe in 4 Wochen meine Diplomarbeit geschrieben, danach die Dissertation und dann wurde mir der Weg geöffnet zur Professur, allerdings immer nur zur Zeitprofessur, weil sie trauten den Frieden nicht, weil sie nicht wussten, sie kannten meine Radikalität, sie kannten meine Reden, sie wussten, wie ich denke, haben aber gesagt, okay, den integrieren wir, aber ganz nehmen wir ihn nicht rein.
1987 bekam ich plötzlich das Angebot, nach Brasilien zu gehen. Der DAD lud mich ein und alle meine Feinde saßen dort am Tisch und sagten, geh nach Brasilien. Also von der CSU, Schwammbaum hieß der, der lud mich ein und sagte, Rabel, Sie sind so ein großartiger Redner und wissen so viel. Sie müssen nach Brasilien gehen und die SPD und die Grünen, alle waren für mich, dass ich nach, ich habe kurz gezögert, aber ich war frisch verheiratet, hatte eine junge Frau, wollte Kinder haben und bin nach Brasilien gegangen. Man wollte mich wegschicken, weil sie hatten die Befürchtung, die deutsche Einheit wurde ja schon vorbereitet. Die Amis wussten ja, was passiert, dass Russland bankrott geht und dass die DDR sozusagen entlassen würde. Sie wollten mich weghaben. Ist ihnen ja auch gelungen. Ich habe eine schöne Zeit in Brasilien gehabt. Das will ich nur sagen, es war eine schöne Zeit, kam dann aber zurück in ein Land, das ich nicht mehr kannte. In dieses eigenartige, geeinte Bundesrepublik. Punkt. Jetzt rede ich über das, worüber ich eigentlich reden will. Das Problem der Ausländer. Damit man meinen Vortrag leichter versteht, fange ich einfach mit einer banalen Analogie an. Deutschland hatte 1955 den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Frankreich hatte ihn verloren, sie hatten in Vietnam verloren, nicht nur in Bien Phu, sie hatten das Problem Algeriens und Nordafrika reichte bis Paris und darüber hinaus. Frankreich war kaputt in seiner Substanz. Sie haben dann de Gaulle geholt, der zu retten suchte, was zu retten war. Aber Frankreich hatte sozusagen kapituliert vor dem Kolonialreich. England war indisch. Kalkutta reichte nach London, nach Manchester. England hatte alles aufgegeben. Sie hatten Südafrika, Ostafrika, Westafrika aufgegeben. Das Empire war zerschlagen. Und die Empire-Völker waren in London und machten ihre eigene Kultur. Wer heute nach London fährt, denkt, er ist in Kalkutta. Die Amerikaner hatten das Problem, sie haben den Koreakrieg geführt, erbten aber die Kriege der Europäer. Also sie mussten in Vietnam eingreifen. Nordafrika haben sie nicht eingegriffen, aber sie mussten in Nahost eingreifen. Und Deutschland war das einzige Land, was frei war. Die hatten keine Kolonien seit 1918, nicht. Die Einwanderer kamen aus Ostdeutschland, aus den Ostprovinzen, also aus Schlesien und Pommern, fleißige Arbeiter, bewusste Arbeiter. Die Einwanderer hatten eine hohe Qualifikation und haben dieses Land zusammen mit den westdeutschen Arbeitern wieder aufgebaut. Viele aus der DDR. Die DDR hat Westdeutschland einen Riesenkredit an Fachkräften, Ärzte, Ingenieure, Facharbeiter. Die sind täglich zu Tausenden in den Westen geflohen. Man muss das mal rechnerisch überlegen. Die DDR hatte die Ausbildung bezahlt. Und jetzt kamen sie und unterstützten die Westrepublik. Gut. Dann kam noch etwas hinzu, was sehr wichtig ist. 1952 wurde eine Schuldenkonferenz in London gemacht. Da wollte man den Deutschen aufrechnen, die Versailler-Schulden und die Schulden, die Kriegskosten in Griechenland, Jugoslawien, Italien, nein, Spanien waren sie nicht, aber in Osteuropa. Und das hätte etwa 1,5 Billionen D-Mark gekostet. 1,5 Billionen. Wenn Westdeutschland das bezahlt hätte, wären sie bankrott gewesen. Also das wär 29 hoch 3 gewesen. Stalin schrieb eine Note an Konrad Adenauer, 1952, vor seinem Tod, und schrieb, lieber Bundeskanzler Konrad Adenauer, die Sowjetunion erlässt euch alle Schulden, alle Reparationen. Wir wollen nichts haben. Im Gegenteil, ihr könnt uns helfen, unsere Industrie aufzubauen. Die Russen hatten alles demontiert in Ostdeutschland, aber sie waren nicht in der Lage, eine Industrie daraus zu machen. Also sie haben zwar aus Opel Brandenburg den Moskvitsch gemacht und haben aus der stillen Pauline
von Paulinau nach Rathenow die Pionierbahn in Moskau gemacht. Aber ansonsten standen überall die Maschinen und Anlagen herum und verrosteten. Und Stalin erkannte sofort, wir haben einen Fehler gemacht. Wir hätten das nicht demontieren dürfen. Weil Deutschland ist eine gestandene Wirtschaft, eine organisch gewachsene Wirtschaft. Und man kann nicht irgendwelche Bruchteile demontieren. Und man weiß nicht, wie man das aufbauen. Es fehlten die Zuliefererbetriebe. Also die Russen haben bemerkt, dass der deutsche Kapitalismus ein spezifisches Form hatte. Jetzt komme ich zum deutschen Kapitalismus. 1932 schrieb jetzt, ich zögere, Sie haben es gemerkt, jetzt fällt mir der Dichter des Stahlgewitters nicht ein, Ernst Jünger, sehen Sie. Ernst Jünger schrieb über den Arbeiter 1932 und brachte die besondere Form des deutschen Arbeiters heraus. Er sagte, die deutschen Arbeiter sind nicht nur gute Soldaten, sondern auch gute Facharbeiter. Die Offiziere sind nicht nur Offiziere, sondern auch gute Ingenieure. Und der Arbeiter besteht aus diesen Facharbeitersoldaten und diesen Ingenieursoffizieren. Und das Besondere an Deutschland ist, dass es eine Komposition gibt von zentraler Industrie und Mittelbetrieben und Kleinbetrieben. Das liegt an der Bildung. Und jetzt komme ich zu diesem Problem der Bildung zu sprechen. Die Preußen hatten 1806 den Krieg gegen Napoleon verloren bei Jena und Auerstedt. Die Antwort waren Reformen, weil die deutschen Generäle, Gneisenau, York, ich wohne da in der Gegend, also die Yorkstraße und die Gneisenaustraße und die Mannsteinstraße, alles diese Generäle sagten, wir brauchen eine Reform. Unsere Soldaten waren den Franzosen unterlegen, weil wir sind in Reihe und Glied aufmarschiert, dahinter der Offizier mit seinem Degen, jeder Deserteur wurde erschossen oder aufgespießt. Die Franzosen haben gekämpft, hatten gute Geschütze, gute Gewehre, haben sich aufgelöst, die werden nie desertiert. Wir brauchen eine Reform. Und die Reform war eine Landreform, um die Bauern zu befreien von der Leibeigenschaft, aber auch Wirtschaftsreform, Gewerbereform und das Wichtige, eine Bildungsreform. Für jedes Talent wurde in Deutschland eine Schule geschaffen, für jedes Talent. Jeder musste zur Schule gehen, die Schulpflicht wurde, der Analphabetismus wurde radikal beseitigt. Und für jedes Talent, Fachhochschulen, Beuth-Schulen, Gauss-Schulen, technische Universitäten, Universitäten. Und aus dieser Produktivkraft entstanden die Kleinbetriebe. Also jeder Ingenieur, der was erfunden hatte, hat seinen Betrieb gegründet und war dann Zulieferer, ich banalisiere das jetzt mal, von Mercedes und hat Sitze hergestellt. Oder Motoren. Die zentrale Industrie hat montiert, was die Klein- und Mittelbetriebe organisiert haben. Und das war die Grundlage der deutschen Produktivkraft. Die Deutschen hatten schon 1890 die englische Produktivkraft, also den englischen Industrialismus, überholt. Und nachdem man 1918 Deutschland zerschlagen hatte, wiederum die Produktivkraft der Kriegswirtschaft, also man hat es kombiniert in der Kriegswirtschaft und wiederum war die deutsche Produktivkraft da und das beschreibt Ernst Jünger. Und es gab ja schlaue Gegner, dazu gehörte Winston Churchill und sagte, nein, die Deutschen agrarisieren, das wollten die Amerikaner mit dem Morgenthau-Plan, Deutschland agrarisieren und 50.000 dieser Elite-Soldaten erschießen, das wäre ihr Feld gewesen. Also Katyn auf Deutschland übertragen. Winston Churchill war radikal dagegen. Als Stalin sagte, erschießen wir doch 50.000 von denen, redete Churchill und sagte in seinem Englisch, und Stalin hatte kein Wort verstanden, und er sagte, ich habe schon verstanden. Ihr wollt das nicht, dann müssen wir sie umerziehen. Aber sie stritten sich und das klappte nicht auf den Konferenzen, auch von Potsdam. Und 1952 machte Stalin bewusst das Angebot, weil die Kriegswirtschaft Russlands war gescheitert. Stalin schrieb gleichzeitig die Probleme, die ökonomischen Probleme des Sozialismus und gab die Grundlagen für die Entstalinisierung. Also Stalin war, er wusste, alles war falsch. Über Zwangsarbeit und Lager kann man keine moderne Wirtschaft aufbauen. Zwangsarbeiter sabotieren alles. Zwangsarbeiter sind nicht fleißig.
Man braucht die Ethik und die Bereitschaft, die protestantische Ethik und die Bereitschaft der Arbeitskräfte, die sich identifizieren mit dem Arbeitsprozess. So, diese Note kam, Adenauer war schlau genug, sofort die Truman, der war damals Präsident, und Ellen Dulles, der war damals Außenminister, vorher war er Chef des OSS, also CIA, mitzuteilen. Und die Amerikaner haben mir sofort gesagt, ja, das geht nicht. Wenn die Deutschen mit den Russen sympathisieren, dann ist Europa verloren. Für Amerika. Für Amerika. Also machen wir das Zugeständnis, und auf der Londoner Schuldenkonferenz wurden den Deutschen alle Schulden erlassen. Darauf haben die Amerikaner gedruckt. Die Griechen wollen das immer noch haben. Ne? Also jetzt die Griechen, und wenn die Griechen das kriegen würden, würden die Italiener kommen und sagen, wir sind auch unterdrückt, und die Serben sowieso und die weiß der Teufel. Aber was mal, wenn man sozusagen einen Schuldenerlass erlasst, da braucht man keinen Vertrag, wenn der nicht erfüllt wird, braucht man nach 30, 40, 50 Jahren nichts mehr zu bezahlen. Also die Amerikaner haben auf Stalin reagiert, man muss immer sagen, das war Josef Vissarionowitsch Stalin, der das sozusagen anschob, weil Russland war gescheitert, Frankreich war gescheitert, England war gescheitert, Amerika war dabei zu scheitern, die weißen Mittelschichten verloren ihre Mehrheit an die Mexikaner und Lateinamerikaner und Schwarzafrikaner und Asiaten. Das heißt, Amerika ist nicht mehr Amerika. Amerika von 1950 ist nicht mehr Amerika von 2015. Das ist ein anderes Land. Sie haben die Mehrheit verloren. Und sie sind nicht mehr in der Lage zu regieren. Sie können nur noch regieren über Mafia oder Geheimdienste. Deshalb haben wir das Phänomen der Geheimdienste. Amerika hat die Identität verloren. Aber zurück zum Jahr 1952. Man erließ und man hatte die Überlegung, jetzt Ellen Dulles und Truman, dass Deutschland Europa aufbauen wird. Weil man traute den Deutschen zu, eine Wirtschaftskonjunktur zu bringen, die Europa insgesamt mobilisieren würde, die Arbeitskräfte zu bringen. Man gab den Deutschen sogar einen Kredit, den Marshallplan, und siehe da, die Deutschen waren in der Lage, nach dem Stand der modernsten Technik ihre Wirtschaft aufzubauen, und wir hatten das Wirtschaftswunder, was heute Ludwig Erhard zugeschrieben wird, was auch sicherlich stimmt, ich will Ihnen das gar nicht streitig machen, sondern die Deutschen hatten durch diese einmalige Situation die Möglichkeit, also die Westdeutschen muss man immer sagen, Ostdeutschland blieb ja immer russisch, ne? Die Westdeutschen hatten die Möglichkeit, sozusagen diese Konjunktur und Wohlstand herzustellen. Und das war das Ergebnis, dass die Amerikaner diese Schuldenkonferenz im Sinne Deutschlands gelöst hatten. Gut, sie brauchten aber immer Arbeitskräfte. Nun muss man, Deutschland war immer, Zentraleuropa lag immer zwischen Osten und Westen und hatte immer ausländische Arbeitskräfte, immer. Aber die wurden sozusagen als Produktive reingenommen. Also wenn Friedrich der Große die Oder kanalisierte und ein neues Land schuf, waren es Holländer. Man hat die Holländer reingenommen, weil sie wussten, mit Wasser umzugehen, und sie haben die Kanäle gebaut und die Wälle gebaut und sie waren willkommen. Vorher kamen die Hugenotten, verfolgte Protestanten aus Frankreich, aber alles hochqualifizierte Handwerker. Und die Preußen haben sie gerne aufgenommen, denn das Hochqualifizierte zählte für sie. Also viele haben von uns noch einen hugenottischen Namen. Die Hugenotten sind sozusagen in Preußen, Deutschland präsent. Das waren die Facharbeiter. Dann denken Sie an die vielen Polen. Polen als Staat existierte zwar nicht mehr, weil die dritte Teilung Polens, ich habe jetzt die Jahreszahl vergessen, irgendwann im Ende des 17., 18. Jahrhunderts. Aber die Polen waren die Bergleute, die Putzfrauen, die Maurer und Hilfsarbeiter. Und wir haben immer noch die Namen. Viele von uns haben polnische Namen. Kubicki, Rogacki und wie sie alle heißen. Die Deutschen sagen natürlich Kubicki und Rogacki. Aber die Polen haben Preußen mit aufgebaut. Und dann zu den Juden. Die Juden waren sehr wichtig für die Medizin und die Naturwissenschaft. Die Juden als ein, ja, das ist schon ein eigenartiges Volk. Also Nietzsche nennt sie
ein Übergangsübertragungsvolk, ein europäisches Volk. Sie haben ja die ganze Wut der Völker bis in die Gegenwart gekriegt, weil sie repräsentieren den Kapitalismus und sie werden festgeschrieben auf Spekulation und Finanzkapital, aber sie waren immer mehr. Sie haben die arabische Medizin übersetzt und nach Deutschland gebracht. Sie waren hervorragende Naturwissenschaftler, hervorragende Mathematiker. Aber sie repräsentierten, weil sie von außen kamen und an ihrer Religion festhielten, galten sie als Fremde. Und sie haben dann besonders die Wut und den Hass bestimmter Schichten, die preußischen Offiziere waren gar nicht dagegen, sobald sie sich assimilierten, also die Preußen haben ja die Toleranz- und Assimilationsgesetze erlassen, und wenn sie ihre Religion aufgegeben haben und protestantisch wurden, konnten sie sogar Offiziere im preußischen Heer werden oder Beamte im preußischen Staatsapparat. Dagegen hatten die Preußen nicht, aber sie hatten die Befürchtung, und das kommt vom Protestantismus Martin Luthers her, im Martin Luther ja werden wir noch viel darüber sprechen, der hatte einen grundlegenden Antisemitismus, weil die Juden oder Antijudaismus, muss man sagen, er hielt sie als Händler, die in ihren Synagogen Handel trieben, spekulierten. Und er wetterte besonders gegen diese Form von Spekulation. Gut, das ist das Problem des deutschen Protestantismus, aber die Preußen hatten das gelöst. Also die Preußen haben die Juden reingenommen, soweit es reinzunehmen ging in die deutsche Kultur. Und so haben wir Ausländer, die sehr produktiv gewirkt haben. Ich komme jetzt zurück auf das Jahr 55, 56. Man brauchte Arbeitskräfte, vor allen Dingen Hilfsarbeitskräfte, die die Straßen bauten, die Häuser errichteten. Und man lud die Italiener und Spanier ein. Katholiken, Christen also, keine Protestanten, und die kamen und haben hier begeistert gearbeitet. Das war auch der Sinn der Amerikaner, dass sozusagen diese Arbeitskräfte ihr verdientes Geld zurückschicken nach Italien, dass in Italien auch was passiert und dass sie lernen, in Deutschland zu arbeiten. Es kamen sogar die Serben, das war schon komplizierter. Der serbische, die orthodoxe Kirche sperrt sich eigentlich gegen den Protestantismus. Und man muss immer sagen, dass es diese Spaltung innerhalb der christlichen Religion gibt, ob jemand, ich bin jetzt ganz Max Weber, ob man den Arbeitsprozess verinnerlicht und sagt, ich gehöre Gott, wenn ich fleißig bin. Ich bin fleißig, ich bete nicht, aber ich bin fleißig, ich gehe auch nicht in die Kirche, aber ich erfülle meinen Auftrag im Sinne von Gott, indem ich arbeite und fleißig bin. Das ist die protestantische Ethik. Der Katholizismus ist inzwischen protestantisiert. Also der Katholizismus hat das auch, nicht überall. Dort ist das Ritual, die Beichte. Der Protestantismus kennt die Beichte nicht, weil man muss vor Gott bestehen, entweder man ist anständig oder nicht anständig. Das muss jeder vor sich selbst ausmachen. Man darf nicht zum Pfarrer gehen und sagen, hör mal, ich habe meine Nachbarin verführt. Das interessiert die Protestanten nicht. Sondern ob man selbst vor sich sagen kann, ich habe Bestand, ich habe einen Willen, ich habe eine Persönlichkeit. Das ist wichtig für den Islam. Der kennt das überhaupt nicht. Persönlichkeit, Willen, Fleiß. Also das, was die wichtigen Kriterien sind. Der Katholizismus hat das übernommen. Ich wage nicht, irgendwas anderes zu sagen. Die serbische und russische Orthodoxie hat damit Schwierigkeiten. Also sie leben vom Ritual, von den Kerzen, von den Gesängen. Und sozusagen die Religion wird zelebriert, aber sie ist nicht verinnerlicht. Außerhalb kann man sündigen, das spielt keine Rolle. Die Religion ist nur dazu da, dass die Seele heil bleibt. Aber sozusagen die Arbeitsmoral ist nicht im Inneren. Gut, die kamen, die Arbeitskräfte, und haben sich bewährt. Also wer denkt nicht an die Spanier, Italiener, die alle zurückgegangen sind, und wenn sie hier geblieben sind, haben sie schöne Kneipen aufgemacht. Die Griechen kamen auch, natürlich, haben schöne Kneipen aufgemacht, wohin wir immer noch gehen. Bei den Serben, ja, die Serben auch eigentlich. So. Und dann, jetzt muss ich irgendwann, brauchte man wieder Arbeitskräfte, und die Frage war, türkisch, den Islam reinnehmen oder nicht. An Afrika dachte man überhaupt nicht. Reinnehmen, das Türkische, das war
ein großes Problem, und das muss man über den Islam reden. Ich beziehe mich jetzt auf Taban, ach, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen, ist ja egal, der sagt, der Islam hat bisher keine Reformation durchgemacht. Bassam Tibi, genau. Der Islam hat bisher keine Reformation durchgemacht. Meine islamischen Freunde würden widersprechen. Ich kann dagegen nichts sagen, weil ich so gut den Islam nicht kenne. Aber das Problem ist die Arbeitsethik. Das Problem ist der Wille, sich zu integrieren oder sich abzuschotten. Also sozusagen zurückzukehren in die Heimat, hier zu bleiben oder hier zu bleiben, um eine eigene, ein eigenes Ghetto zu bilden. Nun muss man etwas sagen zum Islam, das ist ja eine sehr aggressive Religion. Ich habe Mohammed gelesen, der ist ja 700 Jahre später, der studiert ja das Christentum und studiert das Judentum und zieht seine Schlüsse daraus. Und er sagt, die Christen, das ist eine heidnische Religion. Sie verehren Maria, sie verehren Jesus, sie verehren Gott und sie verehren die verschiedenen Propheten. Das ist die Übertragung der griechischen und römischen Vielgötterei. Die Christen haben keinen einheitlichen Gott. Sie sagen zwar Gott, unser Vater, aber die christliche Religion ist weiblich. Sie haben einen Maria-Kult und das Weibliche ist schwach. Das Weibliche bedeutet Demut, Unterwerfung, Mohammed, alles Mohammed, nicht Rabbi. Jetzt studiert er das Judentum und sagt, das Judentum ist großartig, sie haben nur einen Gott. Aber sie behaupten, sie sind das auserwählte Volk Gottes. Das gibt es nicht. Es gibt nicht ein Volk, das auserwählt ist. Entweder sind alle auserwählt, alle glauben an Gott. Das Auserwählte bedeutet Aggression, bedeutet Herrschaft, bedeutet Hierarchie. Die Juden wollen die Weltherrschaft, sagt Mohammed. Und sagt, wir übernehmen von den Juden den Glauben an Gott, aber lösen auf, dass es nur ein Volk Gottes gibt. Wir sind alle die Völker Gottes. Und es ist wichtig, und wir bekämpfen das Christentum und wir wollen die Herrschaft. Wenn, wo der Islam ist, muss ein einheitlicher Staat sein und muss sozusagen das Himmelreich geöffnet werden für uns. Es gibt einen interessanten Kritiker, das ist Hegel, der schreibt eine Religionsphilosophie und sagt, die christliche Religion hat die Tendenz zum Rechtsstaat und zur Demokratie, weil sie sozusagen die Toleranz hat und die Gleichheit der verschiedenen Kräfte anerkennt. Der Islam ist despotisch und das Judentum ist auch despotisch, sagt Hegel, nicht Rabbi. Der Islam ist despotisch, die können nur auf einen despotischen Staat agieren, weil die Religion ist auf einen Gott und auf eine Macht und auf einen Sieg ausgerichtet. Sie wollen ihre Religion über die Welt verbreiten, aber die Juden auch. Das heißt, das Christentum ist von Grund auf demokratisch, Judentum und Islam ist despotisch. Ob das richtig ist, wie gesagt, Hegel hat das zu Beginn des 19. Jahrhunderts geschrieben, man muss bei dann so einer Religionsphilosophie immer bedenken, was ist in der Zwischenzeit passiert, wieso existiert der Staat Israel, das gab es ja alles gar nicht, wieso hat er solche eine philosophische Sicht, aber man muss das bedenken. Jetzt zurück in die Gegenwart. Die deutschen Verhandlungspartner, die mit den türkischen Behörden, damals war es ja noch eine Militärdiktatur, verhandelt haben, türkische Arbeitskräfte haben sich keine Gedanken gemacht, was das bedeutet. Also sie sind davon ausgegangen, dass sie irgendwann wieder zurückgehen würden. Das ist ja meine Zeit nach der RAF, wenn man so will, in der Manteuffelstraße wohnte ich damals in Kreuzberg und überall hingen rote Fahnen raus und überall stand die Parole Kurtulus. Und mir gegenüber wohnten, also eigentlich war alles türkisch. Aber dann erklärten sie mir, die sind keine Türken, sondern sie sind Kurden. Und sie kämpfen gegen den türkischen Staat. Damit hat man schon das Problem. Die Türkei ist durch
die Vereinigung vieler Völker ein Zwangsstaat geworden. Und die Kurden fordern einen großen Staat, der würde über Syrien, Irak bis in den Iran reinreichen und hat einen anderen Islam, als die Türken haben. Also ich wurde bekannt gemacht zum ersten Mal sozusagen mit Türken, die keine Türken waren, sondern Kurden. Und die Kurden stritten für ihre Freiheit und gründeten die PKK, Öcalan heißt er nicht, sein Konterfei hing dort mir gegenüber an der Straße runtergehängt. Ich sagte, wer ist Öcalan? Dann erklärten sie mir, das ist unser großer Führer. Ich sage, den großen Führer kennen wir auch, aber der hieß bei uns Hitler. Die wussten gar nicht, wer Hitler ist. Ne? Öcalan, das heißt, man hatte in Deutschland das Phänomen, dass die Einwanderer ihre Revolution in Deutschland vorbereiteten und die Christen verachteten. Verachteten, weil das eine weibliche Religion ist. Und das Weibliche ist auch die Zerstörung jeder Bande, jeder kein Patriarch, sondern die Deutschen machen alles. Sie sind homosexuell, sie sind freiheitlich, sie haben keine Struktur. Und sie sagten mir ins Gesicht, hör mal, euch schaffen wir. Bei euch ist doch nicht, ihr habt doch keine Substanz, ihr habt doch keine Kultur mehr. Da fing ich da zum ersten Mal drüber nachzudenken. Sie hatten ja recht. Sie hatten ja irgendwo recht. Also ich hatte meine fünfte Freundin, hatte nie geheiratet und ich gehörte dazu. Ja. Das war das hedonistische Leben, wie man das nannte. Man konnte machen, was man wollte. Das war das Freiheitliche. Gut, jetzt mache ich meinen Gedankenstrich. Es gibt also neben Ernst Jünger, der den Arbeiter feiert, wenn Sie mal die Gelegenheit haben, lesen Sie den Arbeiter. Dort versucht er sozusagen ein Resümee zu ziehen über den deutschen Fleiß oder über den deutschen Charakter. Nun gibt es zwei radikale Kritiker. Der eine Kritiker heißt Georg Lukács, der schreibt die Zerstörung der Vernunft im Auftrage des Politbüros der KPdSU. Er schreibt das ab 1943. Russland bereitet sich vor, Deutschland zu besetzen und man will sozusagen jeden Widerstand tilgen und er kriegt den Auftrag, schreibt doch mal ein Buch, dass die Deutschen verrückt sind, irrational sind. Und er schreibt Zerstörung der Vernunft. Da gibt es viele interessante Argumente. Er sagt, Deutschland ist bis 1848 okay. Man darf ja nicht vergessen, die Russen brauchen die deutsche Tradition, die Aufklärung, Kant, Hegel, das gehört zur russischen Tradition. Sie brauchen Marx und Engels als den wissenschaftlichen Sozialismus. Und sie brauchen Thomas Mann als den kritischen Realismus. Das heißt, die brauchen bestimmte Versatzteile der deutschen Kultur und sie müssen irgendwo sagen, wo beginnt das Irrationale? Das ist für sie die Romantik und die Lebensphilosophie. Nietzsche ist für sie ein typisch irrationaler Denker, aber auch die ganze Romantik. Und Lukács behauptet nun, die deutsche Staatsidee entsteht aus der Romantik. Also aus der Siegfriedssage, aus irgendwelchen Märchen und Sagen und ist deshalb von Grund auf irrational. Nun muss man den Auftragsschreiber fragen, und das Rationale ist die russische Zwangsarbeit. Der Aktivist, der russische Tod, sozusagen die Massenerschießung, das ist rational und die Deutschen sind irrational. Wo gibt es eigentlich einen Unterschied? Also das heißt, Lukács würde vor jeder Kritik verlieren. Jetzt haben wir aber den amerikanischen Soziologen Talcott Parsons. Der wird Ihnen nicht bekannt sein. Der hat versucht, eine funktionale Soziologie zu entwickeln. Marxismus kennt man auch sowas, dass sozusagen die Entwicklung der Gesellschaft naturgesetzlich verläuft. Man kann dagegen gar nichts machen, alles miteinander kombiniert. Und der kritisiert in einem Buch, was leider in Deutschland nicht diskutiert wurde. Es wurde 1993 veröffentlicht, nicht in Deutschland, sondern in den USA, in New York. Und da sind die Aufsätze zusammengefasst, die er geschrieben hat als Berater von Präsident Roosevelt und als Kommentator im Rundfunk und als Schreiber für amerikanische Zeitungen. Und da versucht er sich auseinanderzusetzen mit der deutschen Irrationalismus und sagt, wir müssen in Europa und in Deutschland jede Tradition zerstören.
weil die Tradition ist gefährlich. Und er analysiert die deutsche Tradition, dass die Deutschen, das ist ähnlich wie bei Lukács, sich in den 80er, 90er Jahren des 19. Jahrhunderts nicht der kapitalistischen Moderne gestellt haben, sondern romantischen Ideen nachgegangen sind. Es gibt also sozusagen einen Verzögerungseffekt. Und er sagt, der Antisemitismus und der eigenartige Antikapitalismus der Deutschen kommt aus diesem Verzögerungseffekt. Das heißt, sie waren nicht auf der Höhe der Zeit. Der Liberalismus hat nicht siegen können. Wir als Amerikaner müssen aber, wenn wir das Land besiegen, jede Tradition auslöschen. Wir haben das in den USA gemacht. Es gibt keine Tradition der Indianer mehr. Wir haben die umgebracht mit den Büffeln und mit anderen. Und wir haben sie in Reservate gesteckt. Und die indianische Kultur spielt für uns keine Rolle. Wir haben es auch mit den Sklaven gemacht. Wir haben sie rübergeholt als Arbeitskräfte und haben sie zerstört. Sie haben gearbeitet. Die afrikanische Kultur galt überhaupt nichts mehr. Dann haben wir den Bürgerkrieg geführt, der Norden hat gegen den Süden gewonnen und wir haben eine bedingungslose Kapitulation verlangt. Bedingungslose Kapitulation, das heißt, es war der Kampf gegen den Süden, war nicht der Kampf gegen die Sklaverei, die Amerikaner interessierten sich gar nicht für die Sklaverei, sondern es war der Kampf gegen die englische Baumwollbörse und gegen das englische Bankkapital. Die Amerikaner wollten selbst, das war der Kampf gegen den alten Imperialismus, sie haben gekämpft gegen England, gegen Portugal und Spanien. Und gegen Mexiko und haben riesige Gebiete für sich erobert und haben die Monroe-Doktrin entwickelt, die Freiheits- und Menschenrechte. So, jetzt gehe ich zurück zu Parsons und Parsons sagt, die Freiheits- und Menschenrechte ist der größte Trug, aber der ist wichtig für uns. Denn Freiheits- und Menschenrechte sind immer abhängig vom Besitz. Wer Eigentum hat, wer Besitz hat, ist freier als die anderen. Außerdem gibt es noch viele Talente, Gleichheit gibt es nicht, es gibt viele Talente, Begabungen und wir müssen nur so tun, als gäbe es die Gleichheit und die Freiheit. Und dazu brauchen wir die Medien. Wir müssen permanent Propaganda machen, wir müssen die Leute verrückt machen, wir müssen ihnen Serien vorstellen, tanzen und singen, jeden Wochen Fest machen, Karnevalsumzüge, randalieren, Spaß haben. Das ist das moderne Leben. Denn die herrschenden Eliten brauchen ihre abgeschottete Sphäre. Und das ist das Parlament. Und das Parlament, da gehen die einmal 4 Jahre zur Wahl und dann wählen sie und die Abgeordneten machen später, was sie wollen. Und die parlamentarische Demokratie ist die beste Form der Diktatur. Die Russen sind verrückt, einen Despoten an die Spitze zu stellen. Die Nazis sind verrückt, mit einem Germanenkult dort aufzutrumpfen und mit dem Rassismus. Wir machen das viel besser. Wir bringen sozusagen Präsidentschaftswahlen. 40% gehen zur Wahl, 22% wählen den Präsidenten. Wir finanzieren den Präsidenten, der tanzt nach unserer Pfeife, der kann machen, was er will. Kriege, und die sind in unserem Sinne. Und bei den Abgeordneten ist das ähnlich. Ich meine, es klingt jetzt alles sehr agitatorisch, was ich hier sage. Das ist bei ihm sehr viel komplizierter und in meinem Aufsatz habe ich das auch in der ganzen Komplikation dargestellt. Also ich wirke jetzt hier eher als Agitator. Aber Parsons hatte sozusagen eine Kritik an der amerikanischen Freiheit und gleichzeitig sagte er, wir können gar nicht anders. Wenn wir Europa besetzen, wir können mit der französischen Tradition, der französischen Revolution nicht umgehen, wir können auch nicht mit der europäischen oder deutschen Tradition umgehen. So, ich komme gleich zum Schluss, ich merke schon, Ihre Gesichter ermüden. Parsons bezieht sich auf Max Weber. Ein deutscher Soziologe, 1920 gestorben, aber er ist wichtig, weil er die Weimarer Verfassung mit Hugo Preuß zusammen begründet hat. Also er ist sozusagen ein Patriarch der europäischen Verfassung, oder nicht der europäischen, der deutschen Verfassung natürlich. Und Parsons studiert 1924 in Heidelberg Weber und behauptet immer, er hätte Weber übersetzt in seine Theorie der funktionalen Soziologie.
Bei Weber haben wir das, das Problem, dass er drei Herrschaftsformen vorstellt, die gleichzeitig existieren. Das ist die charismatische Herrschaft, also die Wortgewalt, die ich hier Ihnen gerade versuche vorzuführen. Natürlich ganz anders als Agitatoren, die offen auftreten. Das ist sozusagen, das ist die Herrschaft der Propheten. Ja, mit dem Wort Charisma sozusagen die innere Seele zur Stimmung zu bringen. Freud hat darüber einen interessanten Aufsatz geschrieben, Massenpsychologie und Ich-Analyse, wie sozusagen der Agitator, der charismatische Führer, das ausspricht, was alle empfinden und gewinnt dadurch. Also Hitler war ein Meister darin, Goebbels war ein Meister darin, Max Weber übrigens auch und es gab natürlich noch andere, aber sozusagen Fidel Castro, um mal auch von der linken Seite jemanden zu erwähnen, Lenin konnte nicht reden, aber Trotzki war ein charismatischer Führer, der konnte die Leute in Rage bringen, das heißt, es ist die Übereinstimmung der eigenen Ängste und des eigenen Willens mit dem, was er sagt. Das ist vollkommen irrational, das ist sozusagen, das kann man nicht erklären, wie das funktioniert. Oder ich versuche es ja gerade zu erklären, aber das ist eine Stimmung, die sozusagen aus der Religion kommt. Dann gibt es die traditionelle Herrschaft, das ist das Patriarchat, wo der Vater sagt, was gemacht wird, oder der Meister oder der Betriebswirt sagt, so geht's lang und nicht anders, deshalb hat man im Betrieb eine Hierarchie. Und dann gibt es die rationale Herrschaft. Die rationale Herrschaft leitet sich ab vom Kapitalismus, da geht es um Geld und Rentabilität, aber alle drei wirken zusammen. Max Weber als Konstrukteur der Weimarer Verfassung versucht, diese drei Herrschaftsformen in Demokratie zu übersetzen. Und er sagt, wir Deutschen können nicht auf Freiheit Gleichheit setzen, wir brauchen die Konkurrenz der demokratischen Formen. Das heißt, der Präsident wird direkt gewählt, das ist ein charismatischer Führer. Sie waren es zwar nicht, Friedrich Ebert war kein charismatischer Führer und Hindenburg war es auch nicht, aber sozusagen die Wahl, das, er sagt, das ist Ausdruck der deutschen Demokratie, weil wir kommen aus dem Absolutismus, wir kommen aus dem Kaiserreich und der Präsident ist immer ein Ersatzkaiser. Und die Deutschen brauchen jemanden, den sie direkt wählen können, denn die Präsidentenmacht ist eine Konkurrenz oder eine Doppelherrschaft zum parlamentarischen System. Und für Weber gibt es im Parlamentarismus das Gesetz der Bürokratisierung und Hierarchisierung. Er sagt, in eine Partei kommen Leute, die nach oben wollen. Und sie werden jede Kontrolle abschütteln. Sie machen zwar Parteitage, aber da wird Karneval gemacht. Da tanzt man und eine Frau tritt auf oder ein Mann und weiß der Teufel. Aber die Klicken und Klüngel sind in der Partei drin und sie haben ihre Leute. Und dieser Prozess der Hierarchisierung ist fatal für jede Demokratie. Das ist eine Negativauslese. Nicht die Besten kommen nach oben, sondern die Opportunisten, die Anpasser, die Schwätzer, die Dummköpfe, die wir alle kennen. Wir sehen sie täglich im Fernsehen. Also die kommen nach oben und die brauchen sozusagen, der Präsident muss den Staat schützen, dass sie sich nicht, den Staat nicht zur Beute nehmen und sozusagen Abteilungsleiter plötzlich werden einer Staatsverwaltung. Obwohl sie nichts können. Sie haben keine Ahnung von nichts. Aber sie sind plötzlich Abteilungsleiter, weil sie in der richtigen Partei sitzen und weil sie den richtigen Klüngel haben. Also Weber sagt, der Präsident muss die Partei schützen, den Staat schützen und deshalb die Berufsbeamten, die hochbegabt sind und hohe Funktionen haben, die dürfen nicht von den Parteien kontrolliert werden. Dann geht er noch einen Schritt weiter. Wir brauchen Volksabstimmung für die Schicksalsfragen des Volkes. In die EU, nicht in die EU, oder ich übertrage das für die damalige Zeit, Flottenbau oder nicht Flottenbau, Aufrüstung oder nicht Aufrüstung, verschiedene Fragen, die dem deutschen Volk gestellt wurden. Das ist sehr wichtig, dass also das Volk in Schicksalsfragen befragt wird. Dann hat er mit überlegt, also die Revolution von 1918 mit hineinzunehmen, mit dem Betriebsrätegesetz, Betriebsdemokratie, dass also Betriebsräte überhaupt existieren und die Frage der Wirtschaftsdemokratie insgesamt, ob nicht bestimmte Betriebe, die lebenswichtig sind für ein Volk, wie Elektrizitätswerke, Kohlewerke, nicht
vergemeinschaftet werden. Daher kommt der Begriff der Vergemeinschaftung. Das heißt, und die kommunale Demokratie bedeutet, den Bürgermeister direkt zu wählen, aber auch den Polizeipräsidenten direkt zu wählen. Das Volk vor Ort muss sagen können, wen wollen wir, nicht irgendwelche Parteien. Und so entwickelt, also versucht Weber, Tradition mit der Moderne zu vermitteln. Also die verschiedenen Herrschaftsformen tauchen ja da auf. Charismatische Herrschaft, patriarchische Herrschaft, rationale Herrschaft, die miteinander zu kombinieren. Das heißt also, Parsons hat Weber überhaupt nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, dass sozusagen jedes Land aus der Tradition heraus die Demokratie entwickelt. Man kann nicht eine Demokratie von oben aufsetzen. Und nun können Sie sich vorstellen, wie in Herrenchiemsee verhandelt wurde über das Grundgesetz. 49. Die amerikanischen Berater haben sich zurückgehalten, aber sie haben ihren Talcott Parsons im Kopf gehabt. Man hatte die Befürchtung, man sagte, die Deutschen sind alles Nazis. Wenn wir denen erlauben, einen Präsidenten zu wählen, dann wählen sie einen Faschisten und dann haben wir das ganze Dilemma von 1933. Also wird der Präsident eine Galionsfigur, eine Lachnummer, Gauk und wie die alle heißen, nicht die nichts zu sagen haben und herumlaufen und schwätzen und sich als sozusagen Ethik darstellen, einfach lächerliche Figuren. Bei Lübcke, wir haben damals immer über Lübcke gelacht, ne? Liebe Neger und liebe Negerinnen. Das war so einer, aber das war gewollt. Keinen Präsidenten, nicht wie in Frankreich, nicht selbst wie in den USA. Warum nicht in Deutschland? Nein, man wollte es nicht, weil man Angst hatte, dass die Deutschen Nazis wären. Und dann hat man das parlamentarische System eingerichtet und da ist wichtig die Kanzlerschaft. Dass sozusagen der Kanzler ausgehandelt wird über eine große Koalition, über eine Koalition mit Parteien, aber dass der Kanzler bestimmte Auflagen erfüllen muss. Also er ist eingebunden in internationale Verträge und in die Kanzlerakte. Egon Bahr hat neulich darüber gesprochen. Die Kanzlerakte ist das Einspruchrecht der Alliierten. Also der Kanzler kann nicht machen, was er will. Also Adenauer wusste, dass als er sozusagen Ellen Dulles anrief und sagt, hör mal, Stalin hat mir eine Note geschickt, die Amis wussten das sowieso, aber er hat es nochmal gesagt. Und Angela Merkel kann nicht protestieren, dass die Amerikaner die deutsche Industrie ausspionieren oder die osteuropäische Industrie ausspionieren, dass NSA sogar von Bundesnachrichtendienst unterstützt wird. Man muss sich mal überlegen, wir sind eine Bananenrepublik. Hier wird sozusagen, die Deutschen spitzeln sich selbst aus. Sie haben nichts mehr zu sagen. Das heißt, die Souveränität ist nicht da. Jetzt kommt die deutsche Einheit. Die deutsche Einheit hätte natürlich sein können, 1989, Russland hat kapituliert. Ich habe auf meinem Blog darüber geschrieben, warum Russland kapituliert hatte. Sie konnten das alles nicht mehr finanzieren. Sie haben das über das Erdöl finanziert. Die osteuropäischen Staaten waren vollkommen unproduktiv. Die DDR war vollkommen unproduktiv. Egon Krenz ist noch zu Gorbatschow gefahren und hat gesagt, hör mal, Gorbatschow, wir sind doch ein Kind der Sowjetunion. Wollt ihr uns aufgeben? Und da hat Gorbatschow kühl gesagt, wir können euch nicht mehr finanzieren. Wir sind am Ende, wir sind pleite. Wir können nicht mehr. Und Krenz ist entmutigt zurückgefahren und dann gab es hier die Öffnung der Mauer. Und dann haben alle die Banane gewählt. Ne? Wir wollen nicht Che und Fidel, wir wollen Aldi und Lidl. Nicht? So ungefähr übersetze ich das heute. Ich war damals in Brasilien, konnte deshalb gar nicht so gehässig sein. Ne? So entstand die deutsche Einheit. Aber es gab viele Feinde der deutschen Einheit. Das war Margaret Thatcher, das war Israel, das war Mitterrand. Und die sagten, nein, die deutsche Wirtschaft ist derartig stark, wir müssen die D-Mark abschaffen. Wir führen einen Euro ein. Der Euro ist ein Kreditgeld und damit Inflationsgeld. Also ich habe damals bei Werner Hofmann gelernt, Kreditgelder haben sozusagen die Neigung, nach oben zu gehen, weil Kreditgeld schafft zusätzliches Geld. Also ich merke das gerade bei meinem Bausparvertrag, ich beschäftige damit Handwerker, obwohl ich das Geld gar nicht habe. Das heißt, also ich habe Geld gedruckt, aber ich bin ja nun ganz kleiner. Das machen die großen Firmen auch. Und dann haben die Nationalbanken noch das Recht, selbst Geld zu drucken.
Das heißt, wir haben mit dem Euro der Euro ist nicht mehr gebunden an die Produktivität einer Industrie. Die D-Mark war gebunden an die Produktivität der bundesrepublikanischen Industrie. Der Wohlstand drückte die D-Mark aus. Und Erhard und die anderen Ökonomen haben immer darauf geachtet, dass es eine Resonanz gibt von Produktivität und Geldwert. Dass der Geldwert nie die Warenquantität überschreitet und nicht die Produktivität überschreitet. Das passiert aber. Wir haben sozusagen einen Geldwert, der ja, eine Kurve macht. Wenn ich jetzt Mathematiker wäre, würde ich Ihnen das erklären können. Die geht ganz langsam nach oben und plötzlich ganz nach oben. Das heißt, der Euro wird irgendwann zusammenbrechen. Ob im nächsten Jahr, übernächsten Jahr, in 2, 3, 4, 5 Jahren. Ich wage das nicht zu prognostizieren. Vielleicht findet man noch irgendwelche Hebel. Aber damit hat man sozusagen die deutsche Wirtschaft eingeengt. Sie haben nicht mehr die Möglichkeit, über die D-Mark zu entscheiden. Das war das Erste. Und dann die europäische Zentralmacht, wo man den Deutschen die Souveränität nahm, vor allen Dingen die Souveränität über die Einwanderung. Jetzt kommen wir wieder zu den Einwanderungsfragen. Wie gesagt, die Einwanderung ist wichtig. Die deutsche Industrie hat immer von Einwanderern gelebt, aber sie mussten die Qualifikation haben. Das Problem ist jetzt, dass man Einwanderer hat mit Religionen, die sich nicht integrieren wollen. Und das verrückteste Phänomen ist, dass wir afrikanische Einwanderer haben, die von einer gescheiterten Kolonialpolitik der Franzosen, Portugiesen, Engländer kommen. Ich hatte bei meinem letzten Dissertation hat ein Afrikaner geschrieben, wie in Nigeria Einwanderung von den Amerikanern betrieben wird und wie das Verhältnis zu den Chinesen ist. Also die Amerikaner besetzen eine Kupfermine oder eine Goldmine und heuern ukrainische, russische Soldaten an, die stehen da mit Maschinenpistolen und schießen jeden ab, der sich da nähert. Und den Stammesfürsten gibt man viel Geld und investieren das, oder nicht investieren, das legen es in Banken an und nichts passiert. Die armen Leute verrotten und es gibt Bürgerkrieg und die Bürgerkriegsflüchtlinge haben wir jetzt. Was machen die Chinesen? Die Chinesen schicken ihre Arbeitskräfte, weil sie verlassen sich nicht auf die korrupten Fürsten dort, und sie schicken ihre Arbeitskräfte, die bauen Straßen und bauen Eisenbahnen, sie übernehmen die Minen, aber sie bauen gleichzeitig Schulen und für die Armen und Universitäten und setzen darauf, dass eines Tages Afrika einer chinesischen Revolution ausgesetzt wird oder überhaupt einer sozialen Revolution. Jetzt würde ich sagen, die Deutschen, was machen die? Die Israelis machen das übrigens ähnlich, weil Israel hat Angst, dass Afrika islamisch wird. Und damit sind sie umkesselt. Und eines Tages wird Israel liquidiert werden und sie versuchen alles, diesen Prozess zu verhindern. Sie machen ähnlich wie die Chinesen eine produktive Entwicklungspolitik. Was machen die Deutschen? Sie nehmen die Ausländer hier auf, die sitzen da rum. Da ich in Brasilien war, kann ich Portugiesisch und spreche oft zu ihnen und sage, tudo bem, tudo bem. Und tudo bem heißt alles gut. Dann sagen sie, tudo bem, tudo bem. Und dann sage ich, was macht ihr hier eigentlich? Die sagen, nichts. Wir trinken Bier. Und kriegt ihr Arbeit? Die wollen das gar nicht. Aber ist doch schön hier. Oh, die deutschen Frauen sind hinter uns scharf her. Wir haben einen langen Pimmel. Also sie reden so zu mir, nicht, dass es hier mein Sexismus ist. Und sie suchen dann auch deutsche Frauen. Finden sie auch, meistens aus der Unterschicht. Ich sehe, aber das ist vollkommen irrsinnig, was da passiert. Man kann sie doch ihnen Geld geben, eine Ausbildung. Ich würde sagen, bildet sie aus zu Automechanikern, zu Tischlern, zu Zimmerleuten. Gibt ihnen einen guten deutschen Beruf und schickt sie rück und gibt ihnen sogar einen Kredit. Wenn sie einen Kredit haben würden, würden sie dort Firmen aufbauen. Und Afrika würde entwickelt werden. In Afrika ist der verlorene Kontinent. Die Kolonialmächte haben sie sinnlos ausgebeutet. Sinnlos. Und wir haben jetzt sozusagen das Ergebnis, und da muss man sagen, hört auf damit. Deutschland hat mit dieser sinnlosen Ausbeutung nichts zu tun. Sondern Deutschland könnte Charakter zeigen und sagen, gut, wir nehmen sie aus, bilden sie aus, aber schicken sie zurück. Nein, auf dem Görlitzer Bahnhof standen, inzwischen hat ja die Polizei eingegriffen, die Dealer, alles Afrikaner, arme Schweine. Die Hauptleute sind Araber.
Damit hat man das nächste Phänomen, dass mit den Fremden die Mafia kommt. Ich habe das in Brasilien erlebt, was die Mafia bedeutet. Ich erzähle das einfach nochmal, um das deutlich zu machen. Man hat eine Doppelherrschaft in Brasilien zwischen offizieller Macht und Mafia. Die Mafia ist drogenmächtig, sie handelt mit Autos, sie handelt mit Frauen, sie handelt mit allen möglichen und sind die geheime Macht in jeder Stadt. Und wir sind in einer ähnlichen Situation, dass die Mafia von verschiedenen Gruppen, das sind nicht einheitlich, ich habe jetzt nur die Araber erwähnt, aber es können auch andere sein, und die Polizei ist ja ganz aufgeregt. Sie versuchen ja, diesen Mafia-Prozess zu unterbrechen, also indem sie jetzt die Dealer da weggetrieben haben aus dem Görlitzer Bahnhof. Aber das ist das Problem, dass sozusagen eine fremde Kultur kommt mit fremden Strukturen, keine Demokratisierung möglich ist. Und jetzt zurück zu dem Islam, der Islam die Reformation noch nicht gemacht hat. Also es fehlt eine Ethik des Selbstbewusstseins. Mafia ist immer Hierarchie, ist Despotie, wie Hegel sagen würde. Nicht? Und ihre Staaten sind auch despotisch. Sie kennen keine Demokratie. Sie kennen nicht den Durchsetzungswillen. Sie kennen nicht die Persönlichkeiten. Sie kennen den Machismo, also den Männlichkeitskult. Eine Frau bedeutet ja im Islam gar nichts, ne? Aber sie kennen nur den Männlichkeitskult als patriarchalischen Kult. Worüber, also Deutschland hat das vielleicht im Mittelalter gehabt, aber nicht mehr jetzt. Und das muss man einfach benennen. Huntington hat das vorsichtig, amerikanischer Soziologe, als Kampf der Kulturen benannt. Das stimmt. Kampf der Kulturen, Kampf der Religionen. Wir sind aber in der Gefahr, dass es ein Kampf der Rassen wird. Und damit komme ich zu meinem Schlusspunkt, wenn man sich den Antisemitismus in Polen, in der Ukraine, in Russland, in Rumänien, in Ungarn, in Frankreich ankennt. Das einzige Land, das nicht antisemitisch ist, sind die Deutschen, weil sie ja gut besetzt sind. Aber wir stehen wieder vor einem rassistischen Kampf, der furchtbar wird. Und Netanjahu hat an dem Punkt vollkommen recht. Nach dem Holocaust ist vor dem Holocaust. Und das trifft nicht nur die Juden, sondern es trifft auch all die anderen, weil man kann die Völker nicht besetzen durch fremde Kulturen. Das geht nicht. Sondern man muss das so koordinieren wie die Preußen, dass man die Produktivkraft nimmt, aber die anderen abweist. Aber man muss Wege finden, man darf sie nicht einfach rausschmeißen und so weiter, sondern man muss Wege finden, sie in ihren eigenen Ländern zu entwickeln. Also Deutschland muss nicht den Verlust von Afrika bilden. Afrika muss aufgebaut werden, aber die Afrikaner haben hier nichts zu suchen. Die Kriegsflüchtlinge in Syrien, da wage ich nicht zu sagen, schickt sie zurück, das ist ein brutaler Krieg dort. Ich wage das nicht, Leute in das Verderben zu schicken, da werden die Christen verfolgt, da werden die verschiedenen islamischen Richtungen verfolgt, da gibt es den islamischen Staat. Wage ich nicht, aber man muss den Leuten sagen, ihr kehrt irgendwann zurück. Wir geben euch Geld, Deutschland ist reich genug. Ihr sie hier das für Hartz IV ausgeben, können sie es denen auch dort geben. Vielleicht nicht unmittelbar, aber später. Gut, damit bin ich an meinem letzten Punkt angelangt.